Wünschen dir mich, Uniam Danieli, der Missmine Knallen Team, Odjoman. Erstmal wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Xur Vitineri. Sot, da war schon mehr Animationen. Wir können Animationen durch die Köln lesen, erzählen, ka, wie wir kochen, wer Babia sei, da schöne Doktor. Ich kann nicht wieder in der Nefunz, ob es dir das schon okay ist, nicht pürte für euch, hier muss ich bei dir in die Post in den Kommentaren. Wenn es ihr Pötchen, die Leute regieren ist, und kann ich kann nicht lieber, die tut, Trigime të shkutra në Gjermanisht. Në këtë libër mund të gjeni liste për trigime të shkutra, gjithashtu fjalorin në Shqip edhe në Gjermanisht. Nëse dojnë të porosisni në këtë libër, poshtë në përshkrimin e videos mund të gjeni linkun për në Amazon. Dhe një dhe të fillojmë me video sot. Auf geht's! Gestern hatte meine Tochter Lisa Kopfschmerzen. Ich hoffe, dass es ihr heute besser geht. Gestern hatte meine Tochter Lisa Kopfschmerzen. Ich hoffe, dass es ihr heute besser geht. Ein krankes Kind zu haben, ist nicht schön. Ich wünsche mir, dass sich Lisa bald wieder besser fühlt. Ein krankes Kind zu haben, ist nicht schön. Ich wünsche mir, dass sich Lisa bald wieder besser fühlt. Ich werde sie jetzt wecken und fragen, wie es ihr geht. Ich werde sie jetzt wecken und sie fragen, wie es ihr geht. Guten Morgen, Lisa. Wie fühlst du dich? Geht es dir wieder besser? Guten Morgen, Lisa. Wie fühlst du dich? Geht es dir wieder besser? Guten Morgen, Papa. Mir geht es nicht besser. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Guten Morgen, Papa. Mir geht es nicht besser. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Das ist aber nicht gut. Ich werde beim Arzt anrufen und einen Termin für dich ausmachen. Das ist aber nicht gut. Ich werde beim Arzt anrufen und einen Termin für dich ausmachen. Hallo, hier ist Fabian Heinz. Spreche ich mit der Kinderarztpraxis? Hallo, hier ist Fabian Heinz. Spreche ich mit der Kinderarztpraxis? Guten Morgen, Herr Heinz. Ja, Sie sind mit der Praxis von Dr. Nett verbunden. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Morgen, Herr Heinz. Ja, Sie sind mit der Praxis von Dr. Nett verbunden. Wie kann ich Ihnen helfen? Meine Tochter Lisa ist seit gestern krank. Es geht ihr nicht gut. Meine Tochter Lisa ist seit gestern krank. Es geht ihr nicht gut. Oh nein, was hat die Kleine denn? Oh nein, was hat die Kleine denn? Sie hat Fieber und Husten. Außerdem tut ihr Hals weh. Sie hat Fieber und Husten. Außerdem tut ihr Hals weh. Verstehe. Dann sollten Sie so schnell wie möglich herkommen. Der Doktor kann Ihnen bestimmt helfen. Verstehe. Dann sollten Sie so schnell wie möglich herkommen. Der Doktor kann Ihnen bestimmt helfen. Das ist eine gute Idee. Wahrscheinlich hat sie eine Grippe. Das ist eine gute Idee. Wahrscheinlich hat sie eine Grippe. Das können wir hier überprüfen. Wann können Sie mit Lisa da sein? Das können wir hier überprüfen. Wann können Sie mit Lisa da sein? Wir könnten in circa 30 Minuten bei Ihnen sein. Wir könnten in circa 30 Minuten bei Ihnen sein. Das passt perfekt. Dann bis gleich, Herr Heinz. Das passt perfekt. Dann bis gleich, Herr Heinz. Komm, Lisa, wir gehen jetzt zum Arzt. Komm, Lisa, wir gehen jetzt zum Arzt. Hallo, ich habe vor kurzem wegen meiner Tochter angerufen. Sie ist krank.
Hallo, ich habe vor kurzem wegen meiner Tochter angerufen. Sie müssen Herr Heinz sein. Der Doktor wartet in Raum 404 auf Sie. Sie können mit Lisa schon reingehen. Sie müssen Herr Heinz sein. Der Doktor wartet in Raum 404 auf Sie. Sie können mit Lisa schon reingehen. Super. Vielen Dank, dass Sie so schnell Zeit für uns gefunden haben. Super. Vielen Dank, dass Sie so schnell Zeit für uns gefunden haben. Wir helfen Ihnen gerne, Herr Heinz. Wir helfen Ihnen gerne, Herr Heinz. Hallo, Herr Heinz, wie geht es Ihnen? Hallo, Herr Heinz, wie geht es Ihnen? Hallo, Doktor, mir geht es gut, aber Lisa scheint krank zu sein. Hallo, Doktor, mir geht es gut, aber Lisa scheint krank zu sein. Na, dann schauen wir mal, wie wir dir helfen können, Lisa. Was hast du denn? Na, dann schauen wir mal, wie wir dir helfen können, Lisa. Was hast du denn? Ich habe Halsschmerzen und Husten. Außerdem ist mir sehr warm und dann wieder kalt. Ich habe Halsschmerzen und Husten. Außerdem ist mir sehr warm und dann wieder kalt. Das klingt nach einer Grippe. Dann schauen wir uns als erstes kurz deinen Hals an. Bitte mach den Mund weit auf. Das klingt nach einer Grippe. Dann schauen wir uns als erstes kurz deinen Hals an. Bitte mach den Mund weit auf. Also, dein Hals sieht ganz normal aus, Lisa. Bist du dir sicher, dass du Halsschmerzen hast? Also, dein Hals sieht ganz normal aus, Lisa. Bist du dir sicher, dass du Halsschmerzen hast? Ja, mein Hals tut weh. Ja, mein Hals tut weh. Deine Temperatur ist auch ganz normal. Ich kann keine Anzeichen für eine Grippe finden. Deine Temperatur ist auch ganz normal. Ich kann keine Anzeichen für eine Grippe finden. Lisa, warum bist du plötzlich so rot? Ist alles okay? Lisa, warum bist du plötzlich so rot? Ist alles okay? Es tut mir leid, Papa. Ich habe gelogen. Ich bin nicht krank. Es tut mir leid, Papa. Ich habe gelogen. Ich bin nicht krank. Wie bitte? Du bist gar nicht krank. Warum hast du uns angelogen? Wie bitte? Du bist gar nicht krank. Warum hast du uns angelogen? Ich habe heute einen Mathe-Test und habe nicht gelernt. Ich wollte nicht in die Schule gehen. Ich habe heute einen Mathe-Test und habe nicht gelernt. Ich wollte nicht in die Schule gehen. Es tut mir leid, Doktor. Ich wollte Ihnen keine Umstände bereiten. Es tut mir leid, Doktor. Ich wollte Ihnen keine Umstände bereiten. Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Heinz. Das kommt öfter vor, als Sie denken. Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Heinz. Das kommt öfter vor, als Sie denken. Vielen Dank für die Hilfe, Doktor. Vielen Dank für die Hilfe, Doktor. Lisa, wir beide sprechen noch einmal über dein Verhalten, wenn wir zu Hause sind. Lisa, wir beide sprechen noch einmal über dein Verhalten, wenn wir zu Hause sind. Es tut mir leid, Papa. Es tut mir leid, Papa. Frage für euch. Was hat Lisa in Wirklichkeit? A. Einen Schnupfen. B. Eine Grippe. Oder C. Nichts. Schreib einen Kommentar.